Ja, okay. Ansonsten keine Ahnung gerade bezüglich der Zahl bei dem Dude. Leck mich fett, ey, hier geht's halt echt hoch, ne? Ja, aber da geht's ja wieder nur aufs Dach. Warte. Das Schild ist zu hoch. Ich glaube, dass wir in dem Part auch nicht irgendwie auf Dächer müssen. Aber genau weiß ich es natürlich nicht. Ich frage mich, ob das Nummernrätsel vielleicht voll easy ist und ich halt wirklich bloß gerade nicht drauf komme. Okay. Telefone. Okay, da kann man nicht mit interagieren. So, irgendeine Hinterhofecke. Mit so einem Neko-Roboter wieder. Okay. Warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Überall sind diese Plakate. Dann klopfen wir doch mal. Ich weiß nicht, was die Nachbarn da unten treiben. Ich höre immer wieder Geräusche von Kreissägen und Hämmern. Ja. Was soll ich sagen? Ist halt nett, dass man quasi... Kann man da nicht hoch weiter? Ne. Nö, nö, nö. Wie gesagt, in dem Abschnitt kommt mir das auch so vor, dass das halt nur so kleinere Spielereien sind quasi. Eben sowas, dass man irgendwie so eine Interaktion hat. Ja, ich will hier einfach wieder runter. Na. So. Ja, und dann geht's halt hier auch noch weiter. Wobei ich halt noch nicht mal den anderen Pfad komplett beendet habe. Und hopp. So, Jiro. Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend. Bis ich einen Schraubenzieher ins Knie bekam und jetzt ist sie geschlossen. Okay. Glark. Auch wenn mich der Typ nervt, es ist mein einziger Kunde. Versucht bitte, ihn nicht zu vergraulen. Na, wenn es sonst nichts ist. Okay. Alter.
Junge, das ist hier voll verzweigt, ey. Okay, warte mal, ich gehe jetzt erstmal hier nochmal rum. Okay, ja gut, gehen wir hier halt erstmal rein. Okay, ein fragwürdiger Friseur. Okay, okay. Ja, dann reden wir mal, ne? Weißt du, Arbeit ist Arbeit. Slippy, verlier nicht den Kopf darüber. Ach ja, Clementine, sie war einmal hier, warum fragst du? Du hast ihre Adresse auf der Rückseite. Das Haus ist gleich rechts, wenn du meinen Laden verlässt. Gleich rechts, wenn man den Laden verlässt. Okay. Und du so? Okay, du hast nichts zu sagen. Wenn man den Laden verlässt, gleich rechts. Also da lang. Okay. Ich würde jetzt trotzdem nochmal mit dem Hi-Opi hier reden. Oder bei ihm schlafen. Whatever. Eben wieder die Kamera rausfaden lassen. Ist das niedlich, oder? Und wir müssen dran denken, wenn man den Laden verlässt, gleich rechts. Okay. Gut, hier können wir nicht an die Tür trommeln. Na komm, lass uns in den Schuppen auch mal rein. Mollo. Mio. Mollo. So. Razinput. Ich habe versucht, ein Zielbot runterzuladen, um der Beste bei diesem Spiel zu sein, aber... habe mir aber eine Malware eingefangen. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber... Jetzt kommt mir alles schräg vor. Nettes Bild. Ich habe dieses Mädchen schon einmal gesehen, glaube ich. Aha. Sie suchte nach Informationen über alle möglichen sehr alten Gerätschaften. Seltsam. Jazam! Ich habe jedes Spiel gemeistert, das es jemals gab. Aber wie das hier funktioniert, kann ich dir echt nicht sagen. Kapier. Ich hier irgendwas nicht richtig? Ich habe dieses Mädchen schon einmal gesehen, glaube ich. Sie suchte nach Informationen über alle möglichen alten Gerätschaften. Seltsam. So, Jukebox. So, quatschen wir hier einmal mit den Leuten. Mehmut. Tonnen kenne ich nicht. Ich mag so ziemlich alles. Nettes Bild. Aha. Informationen, ja. Die sagen uns halt dasselbe. Was darf es heute sein, kleiner Herr? Unsere Welt muss dir aus deinen kleinen Augen gigantisch groß vorkommen. Ich wünschte, ich könnte so klein sein wie du und neue versteckte Orte auskundschaften.
Tonnen, mein Lieblingsdrink ist Öl. Was ist deins, Mehmut? Nettes Bild. Ja, ja, ja. So. Okay, aber mit der Person können wir nicht reden, alles klar. Okay, interessantes Hinterzimmer. Können wir was mit dem Bonsai-Baum machen? Nö, aber niedlich da sitzen, das geht. Okay. Können wir mit der Winkelkatze interagieren? Auch nicht. Sehr schade. Warte mal. Ja. Konnten wir hinter den Tresen eigentlich? Nee, ne? Oder doch? Doch. Aber es ist relativ unspektakulär hier. Rumschleimen können wir auch nicht bei ihm. Okay, gut. Dann raus hier aus dem Schuppen. Genau, warte mal. Da war der Friseursalon. Ist doch so, ne? Ja. Der sagt, wenn du rauskommst, gleich rechts. Also hier lang. Wir haben aber noch nicht mit allen gesprochen. Das ist mir sehr wohl bewusst. Ist es nicht sowas von cool im Moment? So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann. Oh ja, ich kenne sie. Ich habe sie früher oft gesehen. Ich glaube, sie wohnt hier in der Nähe. Sie hat immer davon gesprochen, die Stadt zu verlassen. Ich verstehe das nicht. Hier ist es doch toll. Warum weggehen? Und du so? Pfeift. Okay. DJ Matt C. Heute Abend im Goro Hoch 2 Club. Na dann. Also müssen wir gleich hier hin. Ich würde mir gerne aber noch andere Sachen ansehen. Unter anderem den Hauptpfad da. Wir sind hier lang gekommen, deswegen gehe ich hier auch einmal kurz zurück. So, hier lang kamen wir. Genau, der Ausgangspunkt war hier und dann bin ich da reingegangen. Hey. Sorry. Türsteher. Der Club ist geschlossen, hau ab. Ach ja, wer bist du? Die Polizei? Alle sind auf der Suche nach ihr. Ich hab sie nicht reingelassen, wenn du das wissen willst. Ich find cool, dass der eine Katze so ernst nimmt. Oder doch eher die Drohne, man weiß es nicht so genau. Ich muss niesen. Tschuh. Gesundheit, Pranke. Danke, Pranke. Bitte, Pranke. Oh. Warte mal, waren wir hier schon? Ja, oder? Ja, hier waren wir schon. Genau. Mit dem hatten wir auch schon gesprochen. Richtig. Ja, ich und mein Orientierungssinn halt. Was soll ich euch sagen? Oh, coole Klamotten für Roboter. Gamok. Es ist der angesagteste Laden im Stadtzentrum. Aber der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Was für ein hübsches Bild. Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Aha, ja. Das wissen wir bereits. Sollte leicht zu finden sein. Okay. Oh, hallo. Stylischer Laden. Ozi, okay. Bist du einer dieser jungen Rabauken, die den ganzen Tag laute Musik hören? Fass nichts an. Mach keinen Lärm und frag nicht nach meinem Kredit, einem Kredit. Ich denke, ich muss den nicht fragen. Also, das wäre irgendwie mittlerweile komplett unnötig. Kann ich hier falsche Abrechnungen machen? Nein, schade. Ey, einmal rüber da. Oder einmal hoch da, wie auch immer.
Kann ich mit dir reden? Nö, aber hübsche Flamingo-Jacke. Brudi. Hier liegen auch welche, irgendwelche komischen Papiere auf dem Dings. Hä? Ach, einfügen. Ja, dafür bräuchten wir eine Kassette. Das Bild wird nicht funktionieren. So. Also können wir theoretisch eine Musikkassette finden. Genau. Einmal Klauenwetzen aus Prinzip und so. Wie sich das gehört. Ah. Okay, wir können da oben raus. Und schon bin ich wieder orientierungslos. Theoretisch müssen wir nur zurück zum Laden finden. Irgendwann. Irgendwie. Hoch hinaus. So hoch hinaus. Ja. Und was haben wir jetzt davon? Da kann ich nirgendwo mehr hoch, ne? Kann ich hier irgendwo runter? Auch nicht. Ja, doch hier wieder. Ja, weiß ich nicht. Also hier in der Stadt irgendwo rumzueiern, das bringt relativ wenig, bis gar nichts. Okay, Residenz, Ladenstraße und Neko-Korb. Das wollte ich doch gar nicht. Okay, hier können wir nur hochhüpfen. Okay, warte mal, das war jetzt einfach nur die Olle vom Klamottenladen. Okay, dann sind wir ja immer noch richtig. Warte mal, was war das? Okay, einfach nur zum Draufhüpfen. Gibt es hier sonst in der Gasse irgendwas Interessantes? Okay, da können wir aber nicht rein, wie scheint. Anklopfen können wir auch nicht. Und ein offenes Fenster scheint es hier auch nicht zu geben. Zur Hölle mit den Wächtern. Lang leben die Außenweltler. Na dann. Politisches Graffiti. Wild. Ja, wie gesagt, da können wir nicht rein. So. Nur damit ich nichts verpasse. Da war der Türsteher. Genau, und dann kommen wir auch schon hier hin. Das heißt, wir haben eigentlich soweit nicht wirklich viel verpasst. Lauf mal weiter. Finde ich lustig. Sorry. Da bin ich ganz durch und durch Katze. Okay, mit dem Dude können wir nicht reden. Das sind irgendwelche Wächterdrohnen. Trotzdem würde ich jetzt mal gucken, ob man da hin kann. Aber man sieht ja schon, dass da eine Sperre ist, eine Barriere. Okay. So viel dazu. Die können wir auch nicht angreifen. Alles klar. So, hier ist auch eine Barriere. Die haben Beef offensichtlich. Okay, Friedensstifter 198. Kein Schritt weiter. Der Zugang zum Außenbereich ist völlig gesperrt und der Aufzug wurde deaktiviert. Der Außenbereich ist nicht sicher. Kein Schritt weiter. Okay. Einmal hoppala hopp.
zack. Da scheint auch nichts Interessantes zu sein. Aber trotzdem, irgendwie richtig geil alles gestaltet, ne?